Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, wie wir hier schon sehen, sind wir schon einigen Sachen am Machen. Den Catering Service haben wir jetzt hier gebaut, den brauchen wir aber aktuell noch nicht, wie es scheint. Genauso wie die Müllsammelstelle irgendwie noch sehr, sehr unnütz ist aktuell. Wir setzen jetzt aber fürs erste Mal weiter auf unser Gepäckförderband, was wir im Keller bauen wollten. Extra Sicherheitssystem und blablabla, bliblablups, ne? War ja eigentlich alles darauf vorbereitet, dass wir da hier jetzt was Großes bauen können. Irgendwie haben sie es hier unten noch nicht so ganz erfüllt, was sie vorhaben. So. Und irgendwie scheint es mir auch, als ob sie hier es noch nicht geschafft hätten, was zu bauen. Denn wir gehen jetzt hier auf Gepäck-Ding. Ich will, dass alles durch ein und dasselbe System durchläuft. Es gibt Scan-Funktionen. Die Frage ist jetzt, brauche ich unbedingt, wenn ich das hier habe, das hier noch? Ich weiß es nicht. Das ist halt jetzt die Sache. Ich weiß nicht, ob man dann das andere auch noch braucht. Weil die scannen jetzt alles durch, alles durch. Wir machen jetzt einfach mal eine riesige Reihe, wo das Ganze durchfahren muss. Millionen Drogen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann kommt es halt in den Vernichter an, ne? Ist eine ganz, ganz simple Sache in dem Fall. So. Dann haben wir noch die Stufe 3 auch noch. Die können wir rein theoretisch genauso noch da hinten anschließen. So. Dann kriegen wir jetzt für erste Mal das Sortierband da angeschlossen. Kann ich hier irgendwie sagen? Nee, kann ich nicht, schade. Ich hätte gedacht, ich kann das sozusagen sagen, hey, nochmal genauso. Okay, und wenn es dann fertig ist. Und zulässige Position. Okay, dann geht es halt noch eins runter. Gut. Und dann geht es unten in minus 2 weiter. Das ist meine Sache. Ich hätte gerne. Wenn wir jetzt schauen, im Gepäck gibt es dieses Gepäck-Lieferding hier. Das muss in einem Gebäude drin platziert werden. Bedeutet, wir erweitern das Gebäude von hier nach da und dann wird das hier alles einfach abgeholt. Würde meine Meinung sein. Bedeutet Terminal. Weil hier sind sie auch relativ flott am Platz und können hier rüberfahren, direkt abholen, fertig aus. Relativ easy. Muss ich nochmal gucken, wo die Bänder gehen hinten rein. Bedeutet, sollten wir da schon hinkriegen. So, und dann kriegen wir hier hinten einfach mal noch eine Personaltür.
Wir scannen das mal als Personalbereich. Genauso wie als Sicherheitszone, das geteilt wird. Vorne die Wand können wir gleich einreißen lassen. Die brauchen wir nicht. Genauso kommt jetzt hier eine Tür rein. Automatiktür. Und dann kommt hier vorne das Gepäcksystem rein. So, okay, jetzt sind wir natürlich dann noch vorne die des weiteren Personalbereich. Und natürlich Sicherheitszone erweitern. Gut, da. Wird mal straßensystemmäßig hier wieder was gebaut? Und dementsprechend legen wir auch gleich mal die Richtung fest. So. So. Wetter schaut soweit ganz gut aus. Für die Tage. Das würde ich sagen, können wir hin. So. Jetzt sind wir natürlich hier. Jetzt muss ich gucken. Das bringt es runter. Bedeutet, da wird es aufgeladen, wenn es wieder da ist. Das muss ich jetzt eins tiefer platzieren. Ich glaube, und genau im Zweierabstand. Genau. Perfekt. Wir müssen dann genauso halt hier noch so einen Gepäckraum bauen. Dann kann das mit dem Gepäck nicht auch gemacht werden. Wie groß sind jetzt zum Beispiel die Parkflächen für mittelgroße Vintage Stand? Holy shit. Aber die brauchen einen zweiten Stock auch in dem Fall, ne? Wäre eigentlich schlau, wenn wir dann hier an den neuen Terminal das dann dran bauen. Alter, ich muss einen umbauen rein, theoretisch, damit das gut ist. Holy shit. So. Was werden wir hier noch eins machen für die, die reinkommen? Das Ganze drehen? Kann ich hier irgendwie kopieren? Bauwerkzeuge. Kopiermodus. Ich kann doch einfach alles bis hierhin kopieren. Und sagen, ich drehe das hierhin um. Und dann kommen die anderen einfach hier rein. Fertig aus. Nochmal durchgescannt, wenn es zurückkommt. Ich glaube, das ist halt ein bisschen übertrieben, was ich jetzt mache, aber... mir doch wurscht. So. Dann jetzt hier nochmal eins tiefer. Und jetzt dann zwei höher. Wieder eins nach oben. Das ist das Problem, dass... Oh, nö.
Okay, schauen. Das ist das, was rübergeht. Das ist das, was mein Gepäckbank. Du musst also hier rein. Das ist die Verbindung jetzt nach da oben. Gibt es ja nicht irgendwie einen Weg, dass ich sage, okay. Wird verwendet, um Fracht an verschiedene Zielorte und unterschiedliche Richtungen weiterzuleiten. Okay, nee, dafür sind wir nicht da. Schade. Aber wir können es ja einfach so machen. Alter, jetzt gehen sie hier schon wieder ab, das ist der Wahnsinn. Du gehst hier einmal kurz hoch. Dann geht's hoch eins. Dann geht's auf der anderen Seite wieder. Nach. So, und hier geht's dann auch. Jetzt muss ich gucken, weil jetzt muss ich nach oben ja machen. Gut, dann geht das jetzt dahin. Dann fahren die da durch. Schmeißen das dann in den Gepäckverbrenner. Und dann kann das dementsprechend an die gerettet werden. So, Gepäckbänder. So, dann sollen die jetzt mal daran arbeiten. Wir kaufen währenddessen schon mal ein paar Fahrzeuge dafür. Aber wir können mal F&E reinschauen. Ich glaube, wir haben hier auch schon wieder neue Sachen. Eine U-Bahn-Zulassung holen wir jetzt noch. So. Jetzt wird hier nachgetankt schon wieder. Wie schnell halt Geld vergeht, wenn man es braucht, ne? Was ist jetzt hier durch? GA-Bewertung, warum das denn? Infrastruktur für allgemeine Luftfahrt. Es wird jetzt... System zur Vermeidung von Vogelschäden. Wird halt dementsprechend jetzt nochmal angebracht. So. Gleichzeitig ein Upgrade in Beton. So. Die werden auch mal, oder die ersten werden in Beton umgewandelt. Noch repariert. Ich versuche gerade die Bewertung so gut wie hoch möglich hochzuschieben, bloß ist es gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Beton verbessern, ich passe mal gleich an. So. Jetzt können wir uns zum Beispiel schon gar nicht mehr irgendwas in dem Art leisten. Was wir jetzt auch machen können, ist Fahrzeuge, genau. Warum sind die jetzt gefärbt? Aber okay. Farbe festlegen. Was macht der Pinselmodus? Ah. Ah, shit, jetzt wollte ich. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Fahrzeuge kaufen. Und wir brauchen. So, die. Ohne Dach, ohne Dach. Ich hätte gern.
drei Mittag bestellt. So. Die Gepäckschlepper auch schon da. Rimp Agents. Kannst du ohne eine Verbindung zu einer Parkposition. Kann keine Gepäckladeverstimmung verbinden, während ein Flug aufgeladen wird. Also muss ich jetzt hier sagen, hey, nimm dir das hier mal. Also muss ich jetzt wirklich warten, bis ich jedes einzelne hier freigeschaltet habe, weil, oh, Leute. Ist da schon wieder ein Flugzeug drauf? So, ist jetzt auch schon. Du brauchst es auch noch. Das heißt halt schnell sein die ganze Zeit und schauen, dass man die ganzen Gebiete verbindet. Nein, jetzt ist das Spiel geschlossen. Ah. Du hast auch schon eine Verbindung. Du auch schon, okay. Die letzten drei haben jetzt Verbindungen, okay. Die drei kriegen auch dementsprechend schon mal Verbindungen. Du kriegst auch direkt ein Gepäckband verschoben. Du hast auch noch keins. So. Das sind jetzt halt die großen Check-In-Schalter, ne? Das sind die, die halt dafür gedacht sind, dann schon massiv aufzunehmen und dann dementsprechend auch Gepäck zu verarbeiten. Ich würde jetzt gerne hier bei dem Terminal hier noch so einen Raum machen. Der ist dann nur fürs Gepäck abholen. Ist nicht schon wieder los. Fehlgeschlagen, ausgeführt. Warum? Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas ist ganz, ganz böse gerade. Okay, du musst zur Toilette. Hier ist eine Toilette und hier ist auch Energie. Sitzplätze sind auch da. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, was die gerade haben. Irgendwas ist. Wo will? Etage minus 1. Die wollen da runter. Weil die das nicht fertig gebaut haben, die Idioten. Ah. Oh. Warte, wir machen es schnell so. Ich kann ihn nicht deaktivieren, ne? Shit. So, Gepäckband. Hochgeschwindigkeit. Kann ich diesen Bug jetzt irgendwie beheben, dass ich sage, hey? Kriegt ihr den Rest auch hin, bitte? Gut.
hier nochmal von vorne, bitte. So. Funktioniert das jetzt? Hoffe ich doch. Wäre ja blöd, wenn nicht es funktioniert. Ah. So. Jetzt haben die nicht gekriegt, ne? Terminal. So. Dann Zone. Sicherheitszone. Das Ganze hier. Dann machen wir drunter. Auch wieder. Eine Sicherheitszone. Oh, Sicherheitszone 3 und 4. Und dann gibt es hier eine Treppe. Wo war das Ganze wieder? Terminal, glaube ich, ne? Treppe. Klein. So, platzieren wir jetzt hier so. Ich glaube einfach, dass sie das Problem haben, dass sie nicht wissen, wie sie da hinkommen sollen aktuell. Baut mal die Treppe fertig. So. Das hat sich hoffentlich gleich aufgelöst. Ah, hat sich aufgelöst, das Problem. Schade. Sind sie alle hier unten an ihrem Betrieben und gucken sich das an. Gut. Dann gehen wir nach oben. Wir haben jetzt diesen Bereich hier. Da kommt jetzt von meiner Seite. Voilà. Nochmal die große Schiebetür. Aber Leute, ich würde sagen, den machen wir in der nächsten Folge fertig. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.